Thomas Sternberger, momentan geht die Baustelle Friedrich-Ebert-Straße noch ihren gewohnten Gang. Das wird sich ändern am 17. Juli. Was wird dann passieren? Ab 17. Juli wird die Friedrich-Ebert-Straße für den Kfz-Verkehr ab 15 Uhr und für den Straßenbahnverkehr ab 20 Uhr voll gesperrt, um diese umfangreichen Bauarbeiten in den Sommerferien zu beginnen. Um die Belastungen für die Anwohner und Geschäftsleute möglichst gering zu halten, hat sich die Stadt Kassel eine Menge überlegt. So wird es zum Beispiel ein Golf-Caddy geben, das die Straße abfährt, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen über die Baustellenzeit zu helfen. Auch freiwillige Helfer werden im wahrsten Sinne des Wortes die Anliegen an die Hand nehmen. Und natürlich hat man versucht, Querungsmöglichkeiten, Parkmöglichkeiten, Taxenstände einzurichten, sodass die Geschäfte und vor allem auch die Arztpraxen jederzeit gut erreichbar sind. Also unser Verhältnis zu den Anliegern und Geschäftsleuten ist ein sehr gutes. Es hat sich über 3 Jahre hinweg entwickelt. Es gab am Anfang sehr viel Widerstand, das ist verständlich bei einer so großen Maßnahme. Aber letztendlich haben wir es gemeinsam geschafft, bis hierher zu kommen. Und ich denke, wir schaffen es auch noch die letzten, jetzt im Sommer 7 Wochen und dann die letzte Zeit bis zum November gemeinsam diese Baumaßnahme zu beenden und einen schönen Boulevard für alle Beteiligten, für die Stadt Kassel und besonders für die Anlieger in der Friedrich-Ebert-Straße zu schaffen. 12 Stunden in der Woche hat zudem das Stadtbüro Friedrich-Ebert-Straße geöffnet, um alle Fragen zu beantworten, die rund um die Baustelle auftreten. Und dort organisiert man zum Abschluss der Bauphase auch ein Fest für die Anlieger. Also das ist am Samstag, den 5.9., beginnt um 12 Uhr mit Reden vor der alten Hauptpost. Wir haben eine Menge Programm, den ganzen Tag bis 18 Uhr Musik und die ganze Friedrich-Ebert-Straße, fast alle Händler beteiligen sich. Viel Kinderprogramm, Rote Rübe ist da, Kindertheater ist da und das wird eine Ortsparty. Sind wir überzeugt. Ich möchte mich auf diesem Wege auch nochmal recht herzlich für die Geduld und das Verständnis bei allen bedanken, die in der Friedrich-Ebert-Straße leben, arbeiten und auch nur durchfahren, für diese hohe Disziplin, die Sie in den letzten 2,5 Jahren gezeigt haben im Zusammenhang mit der Baustelle, und verbinde damit auch gleichzeitig die Hoffnung, dass auch die letzte heiße Phase wie auch die Phase bis November, bis zum Ende der Baustelle weiterhin so problemlos läuft. Und wie gesagt, nochmal ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten, auch an die Baufirmen und so weiter. Und vor allen Dingen für das Verständnis der Anwohner und Geschäftsleute. Vielen Dank.